So, hallo und herzlich willkommen. Der Herr der Ringe, das dritte Zeitalter, wird heute weitergespielt mit mir und Bananasau. Genau. Und wir holen heute die zwei Schattenmodus-Sachen nach, die wir noch nicht gemacht haben, weil wir beim letzten Mal so fleißig waren. Genau. So, mal schauen. Ja, das wird ein leichter Kampf, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, erst Idrial, oder? Ja, Oder? du. Ja, mach. Ich würde sagen, ich mache Rohan und Und ich. Sarah macht Helmsklamm. Ist in Ordnung? Ist aber schwer. Nein, eigentlich ist der Helmsklamm einfach, weil da so viele, du weißt schon, die ganzen Horden und so. Gut, machen wir das so. Ich mache jetzt hier die ganze Rohan-Sache. Dann passt das. Okay, das hier könnte, glaube ich. Was ist das? Bereitet dein Gegner dunkle Träume. Was hat das jetzt eigentlich gebracht? Ach so, die ist betäubt. Das ist ja Die noch geiler. schläft. Das ist echt gut. Ich glaube, bis man sie angreift, ne? Ich glaube, dann mache ich erstmal Hathor fertig. Weil der Kleine hat was drauf. Ja, da kommt er schon mit seinem Zwergenzorn. Aua. Ne? Ja, das ist cool. Meine Orks können Gegenangriff, sogar meine Bogenschützen. Oh, Hammer. Da bin ich jetzt echt glücklich drüber. Die kann vergiftete Wunden, hast du gesehen? Aber trotzdem mag ich sie nicht. Sie zählt nicht. Die Morwin, genau. Na, bist du tot? Immer Noch noch nicht. nicht. Oh Mann, oh. Jetzt aber. Jetzt. Jawohl. Das ist schon die halbe Miete. Jetzt noch morgen, ne? Dunkle Träume? Ja, ich mach. Nö, ich greif die einfach mal an, oder? Ja. Ein dunkle Träume bringt ja nichts. Nee, stimmt. Und wenn ich sie angreife, dann ist sie ja sowieso wieder dran. Na? Hat aber ordentlich gezogen. Wow, Stärkeentzug. Das bringt's, wenn sie gleich tot ist. Ja. Geschafft. Und jetzt Idrial. Da kriegen wir auch noch hin. Er hat zwar sehr viel Rüstung und kann so eine Kacke. Aber ich hoffe, das klappt. Hat jetzt geheilt, ne? Ja, die hat sich geheilt, genau. Oh, guck mal. Coole Sache, oder? Regeneriert die Gesundheit aller Cool. Verbündeten. Neuerungswolke. Boah, das zieht richtig viel, ey. Das zieht richtig viel. Mal gucken, der Pfeil wahrscheinlich nicht so, aber die haben wir gleich. Jetzt bin ich noch dreimal dran und dann war es das für Idrial. So, ja, das war's. Ja, das ist der erste Kampf gewesen. Schnell hingekriegt und weiter geht's. Ach, die Brücke. Ja, die ist auch. Wenn man mit Strategie spielt, ist sie gut. Ja. Ich glaube, für die Bösen ist die auch gut, ne? Also erstmal den Bogenschützen töten, würde ich sagen, ne? Ja, ich glaube auch. Der kann sich ja auch heilen, ne? Weiß ja. Deswegen. Ich glaube, ich kann ihn nicht töten. Ich werde aber einen anderen jetzt vergiften. Ja, mach das. Würde ich sagen, ne? Der Hathor, ne? Der Hathor. Auch sehr gefährlich. Ja, gut. Die zieht ja gar nicht so schlecht. Außer bei uns, dann will sie spielen. Ja. Stimmt wohl. Ja, die haben die vielleicht ein bisschen trainiert, Hat er weißt gerade einen unteren beschossen? du? Ja, hat er. Trottel. Ich glaube, ich werde Elegos zuerst angreifen. So. Und dann nochmal einen Pfeil auf ihn. Geil! Schon tot. Ja, meine Bogenschützen haben es drauf irgendwie. So, dann wird Hathor der nächste sein, weil er auch noch Macht der Flammen kann. Ist zwar schwach, aber trotzdem. Und er hat eine ganz gute Nahkampfangriffe. Ja, und so können wir uns sicher sein, dass die oben sie besiegen werden. Im Genau. Notfall. Genau, wenn meine Oryx unten sterben soll, ja. Oh ja, der hat ja schon tiefe Wunden gehabt. Egal. Gut. Ja. So, die wird jetzt auch noch vergiftet. Oh, 1146 Hits,
jetzt wisst ihr wahrscheinlich, warum wir sie nicht gerne nehmen, weil sie jetzt gleich schon tot ist durch den einen Angriff. Sie hält einfach nicht viel aus, wie man sieht. Zwei Angriffe und das war's. Obwohl, ich finde, sie hält da immer noch mehr aus, als wenn wir mit ihr kämpfen. Ja, wie gesagt, wir trainieren sie auch kein bisschen, ne? Oh. Magische Attacken auf die Orks sind echt nicht gut. Binde deine Feinde mit der Macht des Schattens. Ach so. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, oder? Soll ich mal versuchen? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das macht, aber... Zieht, glaube ich, die ganze Zeit, oder? Ja? Oh. Okay. Das hat ordentlich gezogen. Nee, sie kann jetzt nicht mehr zaubern. Cool. Das ist natürlich perfekt. Ich mache einfach mal das hier. Vielleicht auf... Morwen? Morwen, ja. Oh, die grunzenden Schweine wieder? Genau. Und die Gegner werden vergiftet. Durch meine Uruks. Was gar nicht so schlecht ist. So, der zweite muss auch dran glauben, also... Morwen muss auch wieder mal dran glauben. Das war's damit. Und, dunkle Sprache ist, glaube ich, ganz gut. Episch, einfach nur episch. Die Lanze können wir eigentlich... Idria ist jetzt total machtlos. Ja. Deswegen Beritor ist gefährlich. Den können wir jetzt noch töten und dann haben wir es in der Tasche. Na? Da die ja keine Items einsetzen hier, ist das gar kein Problem für uns. Meine Güte. Der lebt immer noch. So ein Scheiß. Egal. Okay. Ich mache jetzt mal das. Feiger Angriff. Wow, meine Güte. Er ist betäubt. Und was war das denn? Betäubender Betäubungsschlag oder keine Ahnung. Irgend sowas. Aber ich... Hab ich nicht, ne? Nö, aber brauchen wir auch gar nicht, weil... Hallo? Das ist nicht, nicht so gut. So. Oh, jetzt können wir nochmal dunkle Sprache machen. Zieht ein bisschen mehr als der feige Angriff. Das ist tot. Genau. Oh, noch ein Kampf. Ach ja, das war mit Charco oder gegen Charco. Hatte ich ja ganz vergessen. Oh, das zieht viel. Nicht gut. Jetzt ist er schon im Team. Mal gucken, ob ich ihn töten kann. Nein. Kann ich nicht. Was? Ah, der hat ja... Ja, der hat ja die Kackattacke. Mist. Aber, warte mal, irgendwie kann ich das doch... Lebender Blitz. Ja, mach mal. Mach's mal auf Idria. Echt? Ja. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr genau, was das macht. Ich glaube... Oh, Angriff. Kacke, die können keine Angriffe mehr durchführen. Na toll. Dann müsstest du auf Beret. Ach nee, Beret haben wir gar nicht. Ja, aber auf Elegos mache ich das. Dann kann er nicht mehr, mich nicht mehr mit Bogen angreifen, weißt du? Kann er nur noch das. Ist. Ne? Also nicht mehr wirklich viel. Ah, er ist kacke, ey. Ich muss ihn töten. Siehst du, deswegen? Ja. Das ist wirklich ein bisschen kacke. Aber Charco ist wieder dran. Mal gucken, geht denn hier noch irgendwas gut von der Hand? Tödlicher Biss, Doppelklaue, Charcos Hieb. Naja. Alles nicht so dolle. Aber ihn haben wir gleich getötet. Ja. Er ist, pfeift schon aus dem letzten Loch, ne? Super. Dann ist jetzt nur noch Idria gefährlich. Kriegen wir auch noch hin. Sie kann nämlich diese ganz tolle Attacke. Mal gucken. Doppelklaue, vielleicht auch ganz nützlich, oder? Durch Königskraut.
kriegen die immer wieder EP dazu, wie es aussieht. Echt? Ja. Aber haben wir gleich. Bis die wieder dran ist, dauert es nämlich eine Ewigkeit. Ist gut zu wissen, ne? Ja, das ist echt gut zu wissen. Falls wäre Thomas. Das stimmt. Weiß Beretor was? Ja, der sorgt doch sonst dafür, dass wir mal wieder fit sind. So, stimmt. Ah ne, der füllt AP auf, ne? Ja, Beretor füllt AP auf, genau. Und oh, ist trotzdem nützlich. Richtig. EP ist vielleicht noch sinnvoller. Ja, Königskraut ist, glaube ich, Waldläuferkünste. Können wir mal versuchen das nächste Mal, wenn wir ihn haben. Ja, ich kann ja mal gucken, was das für eine Fähigkeit ist oder wo die herkommt. Ja, das war's für Elegost und das war's mit diesem Schattenmodus. Aber wir erklären immer so viel zum Spiel, ne? Ja, das ist doch gar nicht schlecht für die, die es noch nicht so wirklich gespielt haben. Oder nicht so wirklich rausgefunden haben, wie man es richtig spielt. Ich meinte das eigentlich gegenteilig. Wir haben gerade uns die ganze Zeit über Stuss unterhalten. Ach so, du meinst das ironisch? Ja. Ja. Bisschen, so, ne? Jetzt müssen wir kurz ins Spiel. Ins Spiel, genau. Und das dann, ja. Speichern sozusagen nochmal. Genau, sonst werden die Schattenmodus-Gegenstände überschreiben sich gegenseitig. Glaube ich, dass ich das letztes Mal irgendwann mal erlebt habe. Dann habe ich einen Schattenmodus gemacht und dann habe ich noch einen gemacht direkt dahinter. Und dann waren die ersten Gegenstände nicht mehr da aus dem ersten Schattenmodus-Kampf. Ne? Also, erstmal rein. Und dann wieder raus. Du versauter Junge. Ah, bitte. Wir können auch schon die Ausrüstung anlegen, wenn du möchtest. Ja, können wir dann ja machen. Polierte Elbenstein des Handelns. Nötig die Zahl der AP. Ja, bestimmt nicht für sie. So. Warte mal, was hat er gerade? Polierte Elbenstein des Handelns. Hat er auch. Rissiger Elbenstein. Polierter Elbenstein. Ah, sie hat noch einen rissigen. Können wir ihr ja einen polierten geben, oder? Genau. So. Haben die noch neue Ausrüstung? Oh ja. Die hat ein neues Diadem. Ach so. Ja, der Hut. Aber ich glaube. Mach nochmal an. Mach mal ran, eigentlich. War es das nicht, was mir eigentlich geholfen hatte das letzte Mal? Oder war das ein anderes? Ja, das macht plus zwei Geist, ne? Das hier macht ja zwar kein Geist, aber alles andere besser und die Rüstung deutlich besser. Ich will aber die. Das Diadem? Ja. Ja, gut. Gut. Hattot hat einen neuen Schuppenpanzer. Ich finde den nicht so schön. Ja, aber deutlich besser, ne? So, Hattos hat ja schon lange nichts mehr Neues gekriegt für seinen Körper. Die sehen schick aus. Die passen wieder gut, ja. Nadel, Zelebranz. Oh, ich muss ja entscheiden, ne? Ja. Tempo und Geist erhöht das. Mhm. Deutlich. Ja, mach. Nehmen wir, ne? Und er hatte noch was Neues, ein Schwert hat er. Ja, ich glaube ein Speer. Ach so. Ich dachte, dein Beretor hat ein Schwert. Ah ja, der hat ein Schwert gekriegt. So, Schild vom Meduset ist aber nicht so gut wie das hier. Ich wollte es euch nur mal zeigen. So. Ostling Krummsäbel. Auch nicht so gut. So, jetzt nochmal auf ihn zurück. Schlechter, ne? Ja, das ist schlechter. Brauchen wir gar nicht zu benutzen, würde ich sagen. Ja, das ist schlechter. Aber wir können es ja mal zeigen. So sieht es aus. Hässlich. Ja, sieht das sogar noch besser aus, ne? Bisschen. Sind beide nicht gerade schön. Ja. Gut. Das war das. Beim nächsten Mal machen wir die Statistiken von denen. Jetzt speichern wir erstmal. Und dann kommt der zweite Schattenmodus dran. Von mir dann gespielt. Ah, stimmt. Heute gerade mit den nicht benutzbaren Controllern. Ja. Reisemenü, ne? Spiel fortsetzen. Echt? Ja. Dann gehst du auf Start und da unten steht dann Optionen. Gehst du einmal runter. Und dann kannst du unten auf Beenden. Super.
Ja. Ja. Ich sag extra ja. Dann, Habe ich schon wieder falsch ja. gedrückt. Mehr Aber. Modus. So. Genau. Und jetzt drück bloß nicht auf Rohan. Genau. Jetzt drück A. So. Super. Hast es geschafft. Oh, jetzt bin ich fertig. Ja, jetzt kann sie nicht mehr. Jo. Es regnet. Klar. Und da sind schon die. O ja, Uruks, genau. Wer war denn gefährlich? Ja. Stimmt. Scheiße. Cool. So. Du kannst feines Taumeln machen auf Legolas am besten. Du weißt ja, was es macht, ne? Es betäubt den Gegner. Ja. Und am besten auf noch einen starken, der da so ist. Wäre Ja, toll. zum Beispiel. Dann kannst du gleich wieder mit drei Angriffen fortsetzen. So. Legolas zum Beispiel nochmal. Sieht das eigentlich auch was? Klar, da Ach oben ja. steht's 49. Oh. Vielleicht mal Morwen? Eoden. Ja? Hat er nicht viel gezogen? Ja, stimmt. Ja, mach Eoden, der ist zweimal dran sonst. Genau. Oh, das hat aber viel gezogen, ey. Im Ernst, das war viel. What? Woher? Sie hat auch ganz gut gezogen, ne? Ich glaube, den Angriff haben wir noch nicht mal. Alter. Sieht ganz schön scheiße aus. Ja, kann man so sagen, ne? Komm. Aber, ne? Die Leitern halten zum Glück noch ein bisschen stand. Aber dir darf das nicht nochmal passieren, sowas. Am besten, ja, irgendwas Gutes, ne? Sarumans Erde zum Beispiel. Vielleicht. Was macht das denn? Ja. Und was macht Urukgift? Das Vergiftet nur, ne? vergiftet. Ja, toll. Das erste? Geht das auf mehrere eigentlich? Gibt Uruks? Nee. Ne, das und das? Auch nicht. Dann mach Erde Sarumans. Vielleicht auch Morwen vielleicht? Kacke. Okay, bitte komm, neuer. Ja. Sehr gut. Wir haben 9. Gut. Der darf jetzt aber nicht so verkacken, ey. Lähmung, was macht das? Lebt wahrscheinlich. Ja, stimmt. Dann mach das am besten auf. Ja, genau. Oh nein, irgendwie lebt das doch nicht. Das schwächt irgendwie nur, ne? Ach, das war der Sehr Angriff, gut. glaube ich. Oh. Hallo? Ah. Alter, nein. Die Attacke ist gut. Ja. Und die Leiter ist weg. Oh. Was machst du Ich nur? befürchte Schlimmes. Ja, was machst du nur? Hallo? Ja, kann gleich nochmal. Okay, du hast verkackt. Ich hab verkackt. Du darfst Das gleich. heißt, Was? Overrock darf jetzt. Ja, gut, okay. Ich versuch's mal. Mano, Game Over sehe ich nicht gerne. So, Ich nochmal. trinke mal kurz was. So. Ich versuch's besser zu machen, ja? Kann ja nie wissen, wie das so abläuft, ne? So. Bestimmt besser. Na, ich weiß nicht. Oh. Ja, die halten nicht so viel aus irgendwie, ne?
Aber wir müssen doch mehr auf Morwen achten. Ja, ich glaube auch. Und auch, Eodin. Eodin, ja. Ich sehe das schon. Dieser Hieb ist echt krass. Ja, der ist auch krass. Ja, den kennen wir ja schon. Ja, aber der hat den gerade getötet mit einmal, ne? Gut, da kommt schon mal neuer. Das ist schon mal gut. Magier, das ist auch super. Ja. Ey, du kannst den heilen. Genau. Ob das so viel bringt, weiß ich natürlich nicht. Ja, geht. Und ich kann irgendeinen zum Taumeln bringen. Und ich würde sagen, es ist Legolas. Aber vom Leben her würde ich sagen, dass du Morwen und Eodin erstmal fertig machst. Ja? Mhm. Gut. Weil wir wissen, dass Legolas viel Leben hat. Ja, ich weiß. Und die sind ganz schön stark im Angriff, ne? Weil die so mehrfach Angriffe können. Sowas. Oder? Ja. Das ist nicht so schlimm. Die Leiter hält das aus. Aber ich hoffe, gleich kommt mal irgendwann mal ein neuer. Ne? Müsste eigentlich, oder? Ja. Hoffentlich. Oh, sie ist schwach. Gut. Leiter steht noch. Ja, und es kommt ein neuer. Das heißt, wir du haben bist wieder... schon mal besser als ich. Ja, wir haben bessere Chancen. So. Ich mache jetzt Doppelklingen. Ja. Bring sie erstmal um. Ja? Ja. Okay. Oh, wir machen das jetzt wie wir andersrum. Genau. Immer einen erstmal umbringen, ne? Genau. Also ich schreit immer so. Übertrieben. Ja, des Arumans. Oh, guck mal. Siehst du? Legolas ist gar nicht so stark. Ne, wissen wir ja schon, aber... Der eine Angriff war eben. Ja. Übelst. Oh! OMG. Feines Taumeln wieder? Auf... Dings, wie heißt nochmal? Eodin? Keine Ahnung. Ja, auf ihn? Auf dir. Ja. Gut. Tot. Nicht gut, meine ich. Er legt Aphelions Zorn. Leiter ist weg. Nein. Doch noch nicht. Zum Glück nicht. Ich könnte natürlich ihn töten. Mache ich auch mal. Eodin. So, Erde Sarumans auf. Das war nämlich mein Problem, dass ich irgendwie alle mal angegriffen habe. Ja, stimmt, genau. Und wir haben eigentlich die die Stärksten als Schwächste empfunden, ne? Gerade. Da haben wir gedacht, die haben nichts drauf. Ne? Weil wir eben mit anderen gekämpft haben. Richtig, genau. Juhu, ich krieg 9. Oh, ein Berserker. Das ist doch gut. Er kann wieder betäuben. Meines Taumeln. Ich mach mal auf Veritor. Dann sind die nämlich sehr viel später dran, als wenn ich das auf Legolas mache. Ja. So. Doppelklingen. Auf Legolas. Ich kann eigentlich mal Lähmung machen. Ich weiß zwar nicht, was das bringt. Vielleicht schiebt das die ein bisschen weiter nach hinten. Thanks. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht machst du die auch langsamer. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es müsste reichen, um ihn zu töten. Oder? Nee. Schade. Unterschätzt ihn ein bisschen. Oh, ich habe, glaube ich, einen Veteran. Siehst du? Der kann die Egel-Attacke. Das heißt, der stirbt nicht so schnell auch. Ach, die ist das, ja. Das ist, die Veteranen sind nicht so, die sind ein bisschen stärker, weißt du? Als die normalen Berserker. So, jetzt haben wir... Jetzt haben wir nur noch einen übrig. Hat nichts gebracht mit Leben. Nee, irgendwie nicht. Aber das bringt was. Ja, das war's. So. Nochmal ein bisschen Erde von unten.
So. Das ist zum Beispiel Erdmagie. Willst du den nächsten Kampf machen oder soll ich den machen? Nee, mach du mal. Ich habe ja meine Chance verspielt. Okay. Ich kann dir ja Tipps geben. Stimmt. Vielleicht die sinnvoll sind. Genau. Autsch. Hoffentlich kommen die hier auch wieder nach. Ich glaube schon, ne? Ja. Müssten noch eigentlich. So. Ruckschwinger kann ich. Mann, oh Mann. Schwere, harte Attacke. Eodin? Ja. Ah, Mann, oh Mann. Noch ein Ruckschwinger. Machen wir erstmal auch wieder einen fertig, ne? Genau. Pfeil der Stille kannst du auch. Ach nee, wir haben ja gar nicht. Idria ist gar nicht drin. Geil. Die ist eigentlich immer ein Must-Have-Charakter. Aber auf Hardhot, wenn sein Steinschild weg ist. Stimmt. Wäre das sinnvoll. Stimmt eigentlich schon. Autsch. Du bist tot. Ich sehe das schon. Ist nicht gut. Ja, das zieht zum Glück nicht so viel. Scheiße, ey. Okay. Die töten uns ein bisschen. Nein. Oh, super. Aber ich, er ist jetzt weg. Nein, ist nicht. Kacke. Und auf meinen schönen Berserker. Mit der Bombe. Und da kommt ein normaler Berserker, super. Der ist schöner. Der ist besser. Und stärker, wie man sieht. Der hält ganz schön viel aus. Ja. Hey, ja, und bessere wir haben, Attacken. Genau, und wir haben unendlich AP. Das ist auch super. Oh, jetzt kommt die schöne Ego-Attacke. Gib mir Energie. Ja. Oh, oh. Das ist die Betäubende, ne? Ja? Nee, ist, nee, ist einfach. Der hat gar keine Betäubende gehabt, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, die eine. Echt? Okay. So, wir können jetzt Morwin töten. Oh nein. Die ist aber... Die weicht zu gut aus. Das ist echt scheiße. Jetzt hat sie auch noch ein Steinschild, ey. Kacke. Holy shit. Ist der Berserker mal wieder dran? Ja, hoffentlich. Okay. Ey, die sehen schon abartig aus, die Berserker, ne? Ja, richtig schlimm. Oh, er ist betäubt. Er kann doch eine betäubende Attacke. Hast du gesehen? Mhm. Feindestaumeln könnte ich machen. Gimli? Auf Hardhot habe ich jetzt. Ach so. Ich vertausche die beiden die ganze Zeit, glaube ich. Zorn des Balrog. Na. Irgendwann könnte ich auch mal wieder eine Ege-Attacke oder so machen. Nein, jetzt sind die auch betäubt. Ich versuche jetzt Morwin einfach mal anzugreifen. Mal gucken, wann der Steinschild weg ist. Jetzt ist er weg. Hast gesehen? Mhm. Jetzt stirbt er. Ja. Aber jetzt kommt ein neuer, hoffentlich. Komm schon. Ja. Oh, geil. Sogar noch ein Berserker. Oh, oh. Mein anderer Berserker ist langsam ganz schön geschwächt. Und, wer kriegt jetzt den Steinschild? Er selbst. Aber ich will ja Morwin töten. Das kriege ich auch hin, glaube ich. Und wenn nicht, dann ist sie betäubt. Ja, sie ist tot. So, jetzt noch ein Schwinger auf... Oh, auf wen machen wir denn? Hardhot nervt ziemlich, ne? Mit seinem scheiß Steinschild. Leider ausgewichen. Ja, ich hab's gesehen. Das ist kacke. Bitte komm einer nach. Ja. Oh, nee. Ja, das ist gut. Schwache Ding. Ja, vielleicht können wir mal sehen, was die können. Ne? Wenn Hardhot jetzt gleich den nicht angreift. Weißt du? Ah, er macht's. Nicht? Juhu! Jetzt zündet er gleich einmal die Lunte, ne? Richtig. Mal gucken, was das bringt. Guck mal, danach, also... Machen wir feines Taumel, ne? Ich versuch's mal, ja. Ob das was bringt, weiß ich nicht, weil er ein Steinschild hat. Stimmt.
Aber ich glaube, das war's, ja. Er ist jetzt zurückgewichen, ja. Ich kann wieder feines Taumeln machen auf Harthaut. Kannst auch Egel. Ja, aber so kommt er nicht dran, weißt du? Ich habe jetzt alles unter Kontrolle. Wenn ich jetzt immer feines Taumeln mache, dann können die gar nichts mehr machen. Und dann ist irgendwann mein Bombenberserker dran. Mal gucken, was der bringt. Ich habe das noch nie gesehen, muss ich ehrlich sagen. Juhu, der Steinschild ist weg. Feines Taumeln auf Harthaut. Ich weiß aber nicht, wann er dran ist. Mal gucken. So. Ah, wann... Hallo? Wann ist denn der Berserker dran? Ist der so mächtig oder was? Ja, mir kam es schon immer vor, als ob das gleich drauf ankommt. Ja. Ich glaube, der Berserker ist Nummer 4, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall feines Taumeln auf Harthaut. Die sind ja gleich tot, wenn das so weitergeht. Bis wir endlich mal angreifen können. Ja! Sprengen. Oh Gott, hoffentlich tötet uns das nicht selbst. Ich glaube, wir haben noch ein paar zum Nachrücken. Sonst. Einen von denen können wir jetzt in die Luft sprengen. Wen soll ich nehmen? Harthaut? Harthaut. Geil. Hab ich noch nie gesehen, ey. Okay. Dich hat das auch gekillt, ne? Ja, ich bin tot gewesen. Harthaut ist auch tot. Geil. Egel? Ja. Da können wir jetzt ein bisschen ganz, ganz gelassen dran gehen an den. Na. Der hat jetzt nichts mehr drauf. Jetzt können wir den schön bearbeiten. Berserker Zorn. Machen wir das mal. Ah, sieht ja ganz nett aus. So. Feines Taumeln mal wieder, bis der nicht angreifen kann. Und dann ist das ein ganz leichtes Spiel für uns. Er bringt ja. Die Attacken ziehen ja alle gleich viel, ne? Irgendwie. So. Das war's wieder für den. Berserkerzorn. Nee, fuck. Ja, komm. Machen wir mal. Berserkerzorn nochmal. Ah, voll geil, dass die unendlich AP haben, ne? Ja. Aber der hält so viel aus. Ja. Endlich mal ein Critical. Jetzt kann er wieder Schwert schwingen. Natürlich! Daneben, ne? War ja klar. Wolltest du nicht Feindes taumeln? Ja, kann ich machen. Ich hab ja Zeit. So. Jetzt ist er gleich weg. So, die Attacke geht schnell. Ja, das war's. Endlich. Juhu. Oho. Hey, das waren nur zwei Stages. Veritor, Langschwert der verdammten Polita Elbenstein der Rüstungsklasse und Numenorische Armschienen. Hat sich gelohnt. Das Langschwert der Verdammten ist nämlich verdammt gut. Das ist ein scheiß Wortspiel. Okay, das war's mit Schattenmodus. Wir legen die Sachen an im nächsten Video. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. Oder bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Ciao.